Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir drei neue SBB. Ich versuche hier gerade den Lieferschein rauszuschneiden und habe so wahrscheinlich das Papier reingeschnitten. Drei neue SBB Speisewagen des Typs WR. WR-Typ EW1 aus von LS Models. So, das war schon mal weg. Also von LS Models drei SBB Speisewagen. So, wir haben. Wir haben einmal den roten, also einen roten. Kann ich alles besser zeigen, wenn ich das jetzt erstmal aufmache. So. Genau, das ist schon mal gleich der rote, von dem ich gerade erst gesprochen habe. Ich packe alle drei nacheinander aus. So. Das ist ein EW1 WR. Mit der Artikelnummer 47261. Ja. Der hat noch die klassische die klassische Beschriftung, glaube ich, ja. Hier hat man nochmal so ein Blatt, wo man, wie die beschreiben, wie man zurüsten kann noch. So. Dann kommen wir hier zu den Zurüstteilen. Die sehen auf jeden Fall sehr detailliert aus, auch die Sachen hier. Ja, so, dann kommen wir schon zu dem Wagen. Gut, also die Wagen scheinen auf jeden Fall sehr, sehr detailliert zu sein. Also sehr viele Kleinteile auch dran, die abbrechen können, muss man etwas aufpassen. Was ich aber noch nicht wusste, ist, dass der Speisewagen einen Schleifer verbaut hat, der sehr wahrscheinlich die Innenbeleuchtung im Wagen steuert. Obwohl ich keine Innenbeleuchtung sehe, keine Ahnung, was in diesem Wagen alles noch verbaut ist. Sieht auf jeden Fall. Oh, man sieht ihn gar nicht. Sieht auf jeden Fall schon mal im ersten Blick wirklich detailreich. Also wir haben diesen Wagen, glaube ich, schon mal. Also er kommt mir jetzt halt relativ bekannt von seiner Form. Also ich glaube, wir haben nicht genau den, sondern so eine Art. Also die sind schon etwas älter, sind dann natürlich nicht so detailreich, aber der sieht schon hammermäßig aus. So. Du machst ihn doch schon mal gleich auf. Okay, ich glaube,
Der ist nicht besonders leise, der Schleifer. Also, vielleicht hört man das dann während des Fahrens nicht mehr so, aber ich habe selten so einen lauten Schleifer gehört, muss ich ehrlich sagen. Oder ob mir das jetzt halt gerade nur so vorkommt, keine Ahnung. Auf jeden Fall hört sich der sehr, sehr laut an. Und wenn ich den jetzt halt den Wagen so hin und her. Also, ja, keine Ahnung, ob das jetzt hat so rauscht, weil nur der fährt, also der rollt. So, dann kommen wir sehr wahrscheinlich gleich zu noch zwei Wagen. Der etwas sonderlackierungsmäßigeren. Also hier. Das ist 47266. Auch ein EW1 WR. Ein Le Buffet Suisse. Mit. Ah, das ist dann der mit. Ja, mit der Beschriftung ist es der mit Kalanderland. Und der andere ist dann mit der Beschriftung Metropass Suisse. Ich glaube, den haben wir sogar schon einmal. Der Bügel geht gleich schon hoch. Einmal kurz reintun den Bügel, wenn das geht. So müsste der erstmal halten. Da steht Kalanderland. Auch mit einem Schleifer. Also, wenn ich jetzt nur mal da reinschaue, ich sehe eigentlich. Also, ich sehe auf jeden Fall, dass die sehr, wirklich sehr. Sehr viele Details haben, wirklich. Erstmal hier die kleinen Tischlämpchen. Und da drin, wenn man mal, ne, ja, wenn man in die Kamera das schafft, da ist so eine, so was, so eine Art Küche, so. Ja, ein Speisewagen braucht ja auch eine Küche. Das ist jetzt halt einer mit der neuen Lackierung SBB CFF FFS und der andere, der rote, war mit der alten Lackierung, also mit der alten Beschriftung, sagt man eigentlich. Ja, sieht eigentlich auch ganz nice aus, sind alle super. Also wirklich, bin da gerade etwas geflasht von der, von den Details. Weil auch für mich das gerade etwas Neues, dass sie so sind. Ich hoffe, die fahren sich dann auch super, so wie sie auch aussehen. Ja. Also ich habe jetzt in den Wagen noch keine Innenbeleuchtung gesehen. Zu irgendwas muss der Schleifer dienen, also irgendwas muss der Schleifer bewirken. Ja, also sehr wahrscheinlich wird da eine Innenbeleuchtung drin sein, etwas versteckter. So, das ist jetzt hat mit der Beschriftung Metropa Suisse oder ja Suisse.
Ja. Also so viel kann ich jetzt halt nicht zeigen, weil ja eigentlich das Schönste im Wagen ist, aber das kriege ich nicht so gut rüber, leider. Müsste dann mal, wir verfilmen ja jeden Wagen, jeden neuen. Also werden wir da mal gucken, dass wir da das in den Innenlebenraum, also den Raum da drin, noch mal ein bisschen in Schein nehmen. Ja, den kriege ich jetzt gerade nicht zu, aber wunderschön die Wagen. Ja. Aber die sind wirklich sehr laut. Also mal sehen, wie sich das dann anhört im Fahrbetrieb, ob das sie sich dann so im Rauschen des Zuges ein bisschen integriert oder ob das wirklich ja, sehr herausstechend ist. So. Also einen ruhigen Lauf haben die jetzt halt nicht, würde ich jetzt halt mal behaupten. Gerold angenehmer. Kann aber auch vielleicht sein, dass der Schleifer nicht ganz unten ist. Weil da war irgendwie ein bisschen eingedrückt. Also das war's mit dem Video. Der Dreispeisewagen der SBB. Ein etwas älterer und zwei, die. Ach ja, der rote ist Epoche 4 und die anderen sind Epoche 5, so wie ich das jetzt halt gelesen habe. Die Wagen sind sicherlich ein willkommener Farbtupfer auf jeder SBB-orientierten Anlage. Die sehen wirklich sehr schön aus. Na, wenn man mal so deutsche Restaurantwagen der DB mal betrachtet, stechen die schon relativ krass raus. Am meisten der Metropa Suisse und der Kalanderland. Ja, wunderschöne Wagen. Und ja, seid gespannt auf die Fahrvideos, die zu den jeweiligen passenden Zügen der Speisewagen gemacht werden. Die kommen dann in den nächsten Wochen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Ciao.